Herzlich willkommen bei der Datenautobahn. Ihr seid hier an der Mediendatentankstelle und ihr tankt Daten. Wir nennen sowas Videoclip, ist mal klar. So, wir haben eine Gesellschaft, die Pro und Contra, das wissen wir. Und wir sind jetzt momentan in einem Virus gefangen, der sehr alt ist und an sich bei 16 Grad stirbt. Das ist Fakt, aber ihr wollt es nicht wissen. So, ihr seid natürlich beim Rattenfänger, ja, und der Rattenfänger flötet das Lied Corona und ihr rennt hinterher. Wir hier in der Datenautobahn haben natürlich die Tankstellen eröffnet und es sind viele gekommen, die Daten getankt haben. Ärzte, Staatsanwälte, Richter, Polizisten, die nennen sich alle für Aufklärung und haben die Daten hinterlegt zum Zwecke des Ladens. Ihr könnt diese Daten laden, ob ihr wollt oder nicht, ist euch überlassen. So, wir stellen euch diese Daten zur Verfügung. Wir sind eine Mediendatentankstelle. Täglich kommen Kunden, die Daten abrufen oder Daten senden und wir für diese Klientel, die gerade genannt und auch normale, wer nicht mehr so kommt, ist leider die Kunst aller Sparten. Wie kommt halt im Moment nicht. Ich habe natürlich noch einen Künstler, der halt, aber die Kunden von ihm, sozusagen die Fans von ihm, sind also auch ein bisschen sauer, weil die Konzerte abgebrochen. Wir leben momentan in einer sogenannten Corona-Connection. Euch die Wahrheit, nicht als die Wahrheit zu sagen, das wird wohl nicht klappen, weil ihr wollt diese Wahrheit nicht, um in einer Datentankstelle anzubieten, in einer richtigen Tankstelle, wisst ihr ja. Ne? So. Ihr bekommt jetzt an einer Datensäule die Information, die ihr gerne haben wollt, das ist die sogenannte Google-Säule. In dieser Google-Säule sind Daten, die ihr abfragen könnt. So, und somit könnt ihr die Daten, diese Daten könnt ihr dann in eurem Fahrzeug übernehmen, um am Datenhighway teilzunehmen. Für mich ist es nicht einfach als Tankstellenbesitzer voll Daten. Ich habe volle Daten, ich habe alles. Und ich darf diese Daten weder nutzen, weder benutzen oder ja, ich darf nicht. Und deswegen tue ich es nicht. Aber ich darf jedenfalls sagen, dass wir unter Google ganz viele Tankstellen haben, zig Säulen, wo ihr Daten zapfen könnt. Wir schreiben heute 20.11.2021 und ihr lasst euch wieder, wie damals der Rattenfänger, der die Kinder geholt, vorher die Ratten, der ist aber nicht bezahlt worden und daraufhin hat er sich die Kinder geholt. Ist ein Märchen, richtig. Aber Corona ist auch ein Märchen, weil 68, 69 eine echte Pandemie gegeben hat. Und wer die Datenautobahn benutzt, ist in Kenntnis, aber er nutzt die Datenautobahn nicht. An sich ist es ein Spaß, richtig. Aber Sir Berners-Lee hat 2019 gesagt, was los ist. Der Missbrauch des seinigen Internets, World Wide Web, kann er nicht mehr zulassen. Es wird missbraucht, seit 2020 wird das World Wide Web missbraucht. Und Herr Westerwelle hat 2011 in seiner Endabrede auch gesagt, dass etwas auf uns zukommt. 2015 hat Frau Merkel mit ihrer Geschichte eine Brutalität Industrie 4.0. Und dann ist Industrie 4.0. Und einige Auftraggeber ziehen es jetzt durch. Nur nicht jeder von euch hat eine Glasfaserstrecke. Dieses Deutschland, was ihr kennt, ist ein Föderalstaat, 16 Bundesländer und so weiter und so fort. Und hin und wieder muss man sagen, dass die, die jetzt entmachtet sind, entthront sind, irgendwie sauer sind und dieses Corona mal eben so raushauen. Ja? Ich finde es hochgradig interessant. Natürlich gibt es eine AfD, die dagegen ist. Es gibt eine Linke, die dagegen ist. Ich finde es auch wieder hochgradig interessant. Die SPD schweigt. Fakt ist, dass die wichtigsten Politiker verschwunden sind. Ist euch das nicht aufgefallen? Ich sehe keine Kühners, ich sehe keine Nadels, ich sehe
keine Kraft. Ich sehe keinen Herrn Gabriel. Ja? Sogar Herr Giese ist sozusagen verschwunden und die Frau Wagenknecht ist ja auch ihres Amtes auf irgendeine Art enthoben. So, die Medienherren, die sich Journalisten nennen, willkürliche Sprachausgaben von sich geben. Ja, die Nicht-Geimpfte. Hallo, jeder Bürger. Und dieses Video sagt jedem Bürger und jedem Zuschauer, es gilt immer noch das Patientenrecht. Ja? So, ich tue nämlich jetzt so, als hätten wir Weihnachten, Wein in der Nacht. Und ich weiß nicht, wie ich euch das verkünden soll, die Wahrheit und nicht als die Wahrheit, die ihr nicht hören wollt. Weil die Lüge im Kleid der Wahrheit spazieren geht und die sieht geil aus. TikTok ist geil, Snapchat ist geil, Facebook ist geil, alles ist geil. Nur der Missbrauch des Geschenkes von Sir Berners-Lee, der das World Wide Web uns geschenkt hat, der ist ja nicht umsonst 2019 so sauer geworden. Hm? Schon mal drüber nachgedacht? Warum ist dieser Mann so sauer geworden? Und warum hat er Guido Westerwelle, auch wenn er wusste, dass er vielleicht stirbt, ich weiß nicht, ob er schon wusste, dass er stirbt, aber er hat gesagt, die Gefahr, die da kommt, ihr braucht nur googeln. Ihr gebt ein, Westerwelle, letzte Rede, ihr gebt Sir Berners-Lee ein, 30 Jahre World Wide Web, jetzt mittlerweile fast 33 Jahre alt, und es wird missbraucht. So, meiner einer, der halt eine Datentankstelle hat, Mediendatenstelle, also ihr tankt bei mir, ja? So, und das zählt tagtäglich, aber ich verstehe euch nicht, dass ihr mit diesen Daten so falsch umgeht und dass ihr dem Rattenfänger zuhört und vor allen Dingen solchen Politikern zuhört, die damals schon die politische Lage missbraucht hat. Eine politische Lage missbrauchen hat den Namen Watergate. So, Watergate, da fiel Nixon in Amerika. Auch die haben missbraucht. Sie haben Informationen missbraucht und so weiter. Sie haben dort ganz viele Soldaten, also Menschen, die Soldaten waren, missbraucht. So, wie wir in die Befriedung kamen, 45, 49, war 1956 in Korea immer noch Krieg. So, und der koreanische Krieg hat dann 68, 69 mit der Pandemie aus Korea 50 Millionen Menschen getötet. So. Und wir, die daran teilgenommen haben, auch wir waren infiziert, wir waren schon 10 oder 20 Jahre alt, also könnt ihr jetzt nachdenken, dass die Leute, mein Klientel 60 bis 80 jetzt ist. Aber ihr wollt mit 60 und 80 nichts zu tun haben. 60 Lebensjahre, 70 Lebensjahre, 80 Lebensjahre. Menschen, die wirklich an der Technik involviert, die an dieser Technik gearbeitet, denen wollt ihr nicht zuhören. Ja? Okay, ein Professor Bakshi oder ein Professor Drosten, müsst ihr entscheiden. Beide waren bei Arte in einer Sendung. Ja? Die Pharmazie der Macht und der Missbrauch der Pharmazie. Kann man alles bei YouTube sehen. Mir ist nur aufgefallen, wenn ihr darauf verweist, wird das ganz schnell gelöscht. Also wir haben wirklich zum ersten Mal eine richtige Connection, die halt gegen euch arbeitet und euch im Bann zieht. Ich sage Rattenfänger, ein digitaler Rattenfänger, der mit seiner digitalen Melodie Corona, Corona, Corona euch ein bisschen Banane macht. Corona als Bier, Corona als Eis gab es und all solche Sachen. Und ich habe das Recht, meinen Beruf auszuüben. Und dieses Recht, meinen Beruf auszuüben, möchte ich weiterhin generieren und auf den Weg bringen. Und darum mache ich jetzt dieses Video. Ihr tankt bei uns Daten. Ihr seid bei uns in Medien-Daten-Tankstelle unterwegs. So. Wir bieten euch alles an. Ihr geht mit euren Daten dann auf euren Datenhighway und in Wirklichkeit seid ihr immer noch analoge. Ihr seid analoge Menschen. So, wir haben Anwälte, Staatsanwälte, Richter, Ärzte, Polizisten, also eine ganze Handvoll. Eine ganze Handvoll nennt sich Aufklärung. So,
Dann haben wir mal eine Macht gehabt, die vierte Macht im Lande, das waren die Medien. Jetzt sind sie halt gekaufte Medien. Ob sie Macht haben, weiß ich nicht. Aber ich vermute, diese Macht wird missbraucht. Also die Medienmacht wird missbraucht durch die Käufer. Das sind sieben Familien. Sieben Familien haben insgesamt 10 Billionen. Jeder einzelne unter ihnen hat zwischen 100 Millionen, 200 Millionen. Einer hat sogar 400 Millionen. Und einer hat sogar halbiert durch Trennung. Ja, es sind halt wichtige Personen, die alles aufgekauft haben. Ja? 79 fing die Idee an, da hat man eine Brille aufgehabt, 3D und all solche Sachen. Virtual Reality, so hieß das, fing an. Ach, wir hatten alles schon. So, jetzt haben wir 2022, Punkt, fertig, aus. Und wenn ihr alles glaubt, was diese Herrschaften mit euch machen, dann seid ihr selber schuld. Und die 3%, die mittlerweile auf die Straße gehen, man kann nicht warten, dass 10% auf die Straße gehen. Ja? Mir persönlich ist es aufgefallen, dass ihr dem Satanismus eher zuhört, wie das andere. Ich meine, das ist abgelutscht. Ne? Gotteskacke da, Christus und bla bla bla. Ne? Den heiligen Tannenbaum hier, den heiligen Nikolaus, bla bla bla. Kann man ja in eine Tonne knicken. Ne? Ja, ist halt so. Kann man vergessen. Will keiner, soll auch keiner. Bäh. Wichtig ist halt die Datenautobahn. Wir fahren alle diese Datenautobahn. Wir haben alle etwas, was elektronisch bedient wird. Und wir selbst sind ja selbst mit unseren Synapsen, mit unserer Binärenergie im Gehirn am Arbeiten. Ja, nein, stimmt das nicht. Nur das Sein, das Ich-Sein, zeigt doch, dass wenn ich doch bin, also bin ich. Und ich muss doch auf irgendeine Art, muss ich doch Recht bekommen im Patientenrecht. So, das Patientenrecht ist eindeutig. Das ist auch so eine Lektüre, wo drin steht, was ein Arzt darf oder nicht. Die Spritze mit dem Inhalt ist eine Waffe. Punkt. So. Und ihr könnt es zulassen, dass jemand euch verletzt. Das ist Körperverletzung. So. Könnt ihr zulassen. Aber wenn ihr merkt, dass das wirklich zu einer Körperverletzung wurde, weil der Inhalt euch im Körper nicht gut tut, tja, dann habt ihr keine Handhabe, denn ihr habt ja zugelassen, dass ihr diese Nadel einführen durfte. Hm? Cool gemacht, oder? Wenn das nicht eine Straftat ist, die mal nachgesehen werden muss. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele freche Anwälte Geld wittern. Sie pflücken jetzt das ganze Patientenrecht für ihren Modus aus und machen daraus was anderes. Sie sagen, wer Corona hatte, ist jetzt Körperverletzung des anderen. Ganz raffiniert, es geht hier einfach nur noch um Geld verdienen. Der Anwalt möchte das gerne so, um Geld zu verdienen, aber die Wahrheit und nicht als die Wahrheit steht in der Präambel aller Bücher. Jedes Buch, BGB, ZPO, Strafgesetzbuch hat eine Präambel. Ja, auch euer geliebtes sogenanntes Grundrecht hat natürlich. Aber wer 146 mal durchgelesen hat, was da drin steht, kommt dann auf einen Punkt. So, da das jetzt auch mal wieder neu verfasst wurde, auch neu sprachlich verfasst wurde, ist das ja alles manipulativ. Also mir ist aufgefallen, dass wir manipuliert werden, dass jeder versucht, sein Süppchen zu kochen und jeder versucht, irgendwo irgendjemand Geld zu entziehen. So, Gewalt. Also wir haben eine neue Digitalmafia, die entzieht uns mit Gewalt unser Geld. Und ich habe sehr viele Niedergänge jetzt bearbeitet, insolvent. Und auch wir schließen, öffnen dann eine Medientankstelle. Bei uns könnt ihr Daten tanken. So, hört sich gut an, das ist auch so. Alles, was digital geht, wird bei uns zelebriert, hergestellt. Auf Videos etc. und pp. So, aber wir bieten es allen an, ob Bildung, Nichtbildung. Oder studiert, nicht studiert. Also wir bilden, das ist unser Angebot. Das ist unser Angebot, bei uns könnt ihr Daten tanken und sie dann für euch nutzen. So, das machen wir täglich. Ob ihr mit einem Phone, mit einem Tablet, Laptop oder Chromebook erscheint. Beim Chromebook müssen wir euch den Zugang gewähren, das ist klar. Beim Notebook könnt ihr einen Stick füllen und den Stick dann bei uns und den Inhalt bearbeiten.
Ja, also mehr können wir nicht anbieten. Wir bieten euch einen Datenhighway, einen Stopp auf euren Datenhighway. Ihr könnt, um den Datenhighway zu nutzen, bei uns die Tankstelle mit euren Daten füllen und dann weitergleiten in der Welt der Daten. So, ihr seid natürlich analogisch, ihr seid analogische Damen und Herren aller Fakultäten, aller Sprachen und ihr dürft natürlich bei uns Mensch bleiben. Das ist so und es bleibt auch so. So, das ist jetzt meine weihnachtliche Idee, frei raus, ohne Skript. Ich werde natürlich wieder belächelt, ist halt so, da muss man durch. Wenn man visionär ist, wenn man das große Glück hatte, ab 69, 79 die Idee aufzunehmen, 89, 99 bis heute als Beruf zu vollziehen, daraus sehr viel Erfahrung zu schöpfen. Und diese Erfahrung hat mich jetzt bewogen, dieses Video gemacht zu haben. Ja? Ich hatte viel Kampf mit meiner Datentechnik, weil ich die habe vernachlässigt, weil ich keine mehr machen wollte. Ich habe natürlich viel Datentechnik, aber alt, sehr alt. Ich hätte jetzt 8K, 4K kaufen können, aber warum? Warum soll ich einen Videoclip machen in 4 oder 8K? Warum soll ich das überhaupt nutzen? Ich habe viele begleitet, die mit ihrer Kamera unterwegs waren, die Stillleben gemacht haben, die ihre Ideen auf den Weg gebracht haben, die sogar Kalender gemacht haben. Also ich habe viele betreut. Aber mir ist aufgefallen, durch die Corona Connection ist da was nicht richtig oder es läuft nicht richtig. Ja? So, der 20.11.2020 und jetzt der 21.11.2021 sind also mittlerweile 2 Jahre. In diesen 2 Jahren, weil dieses Video soll gültig sein für das Jahr 2022, deswegen nehme ich diese 12 Monate 2021, um im Jahr 2022 dieses Video mal so zu gestalten, dass ihr darüber nachdenkt. Was habe ich denn da jetzt gerade gehört? Corona könnte eine Connection sein. Datenautobahn, richtig. Wir leben in einer Datenautobahn und wir müssen tanken. Wir müssen Daten tanken. So, nicht jeder kann das, also gehe ich zur Tankstelle und tanke meine Daten. So, und ich verarbeite die auch, während ich ja die Daten nutze. Aber der Missbrauch, der tägliche Missbrauch von Daten ist und bleibt primär. Und die Analogie wird immer mehr sekundär. Das ist halt so. Ob ihr eine Crew habt, vor der Kamera, hinter der Kamera, ob ihr das alleine macht, weil ihr es könnt, oder weil ihr jung seid. Aber eines dürft ihr nicht. Ihr dürft keine 60, 70, 80 Jahre alte Lebenserfahrung und bei diesen Personen zwischen 40, 50, 60 Jahren Berufserfahrung in Frage stellen. Weder bei den Ärzten, Richtern, Anwälten, Journalisten, wie sie alle heißen, also bei dem Klientel Aufklärung. Ja? Aufklärer sind ja die, die Daten sammeln und diese Daten dann jemandem geben, der in der Aufklärung erkennt, was mit den Daten dort passiert. Sonst, das sind Aufklärer. Aufklärer sind Leute, die halt Daten sammeln. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg waren Aufklärer, die auch die Tatsache Verbände. Ja? Und die, da müssen wir die ausschalten, da müssen wir ausschalten. So, es kann ja nicht sein, dass Aufklärer die aufklären, die also Daten sammeln, plötzlich die Bösen sein sollen. Geht mal in euch und dann fangt mal an zu denken, dessen, was ich gesagt habe. Ich bin nicht wichtig, meine lieben Freunde. Aber die Idee der Datentankstelle, die ist wichtig. Ihr seid total und recht herzlich willkommen bei meiner Medien-Datentankstelle. Ich habe da keine Handhabe, denn ihr habt ja zugelassen, und dass ihr diese Nadel einführen durfte. Cool gemacht, oder? Wenn das nicht eine Straftat ist, die mal nachgesehen werden muss. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele freche Anwälte Geld wittern. Sie pflücken jetzt das ganze Patientenrecht für ihren Modus aus und machen daraus was anderes. Sie sagen,
wer Corona hatte, ist jetzt Körperverletzung des anderen. Ganz raffiniert. Es geht hier einfach nur noch um Geld verdienen. Der Anwalt möchte das gerne so, um Geld zu verdienen. Aber die Wahrheit und nichts als die Wahrheit steht in der Präambel aller Bücher. Jedes Buch, BGB, ZPO, Strafgesetzbuch hat eine Präambel. Ja, auch euer geliebtes sogenanntes Grundrecht hat natürlich. Aber wer 146 mal durchgelesen hat, was da drin steht, kommt dann auf einen Punkt. So, und da das jetzt auch mal wieder neu verfasst wurde, auch neu sprachlich verfasst wurde, ist das ja alles manipulativ. Also mir ist aufgefallen, dass wir manipuliert werden, dass jeder versucht, sein Süppchen zu kochen und jeder versucht, irgendwo irgendjemand Geld zu entziehen. So, Gewalt. Also wir haben eine neue Digitalmafia, die entzieht uns mit Gewalt unser Geld. Und ich habe sehr viele Niedergänge jetzt bearbeitet, insolvent. Und auch wir schließen, öffnen dann eine Medientankstelle. Bei uns könnt ihr Daten tanken. So, hört sich gut an, das ist auch so. Alles, was digital geht, wird bei uns zelebriert, hergestellt. Auch Videos etc. und pp. So, aber wir bieten es allen an, ob Bildung, Nichtbildung oder studiert, nicht studiert. Also wir bilden, also wir, das ist unser Angebot. Es ist unser Angebot, bei uns könnt ihr Daten tanken und sie dann für euch nutzen. So, das machen wir täglich. Ob ihr mit einem Phone, mit einem Tablet, Laptop oder Chromebook erscheint. Beim Chromebook müssen wir euch den Zugang gewähren, das ist klar. Beim Notebook könnt ihr einen Stick füllen und den Stick dann bei uns und den Inhalt bearbeiten. Ja, also mehr können wir nicht anbieten. Wir bieten euch einen Datenhighway, einen Stopp auf euren Datenhighway. Ihr könnt, um den Datenhighway zu nutzen, bei uns die Tankstelle mit euren Daten füllen und dann weitergleiten in der Welt der Daten. So. Ihr seid natürlich analogisch, ihr seid analogische Damen und Herren aller Fakultäten, aller Sprachen und ihr dürft natürlich bei uns Mensch bleiben. Das ist so und es bleibt auch so. So, das ist jetzt meine weihnachtliche Idee, frei raus, ohne Skript. Ich werde natürlich wieder belächelt, ist halt so, da muss man durch. Wenn man visionär ist, wenn man das große Glück hatte, ab 69, 79 die Idee aufzunehmen, 89, 99 bis heute als Beruf zu vollziehen, daraus sehr viel Erfahrung zu schöpfen. Und diese Erfahrung hat mich jetzt bewogen, dieses Video gemacht zu haben. Ja? Ich hatte viel Kampf mit meiner Datentechnik, weil ich die habe vernachlässigt, weil ich keine mehr machen wollte. Ich habe natürlich viel Datentechnik, aber alt, sehr alt. Ich hätte jetzt 8K, 4K kaufen können, aber warum? Warum soll ich einen Videoclip machen in 4 oder 8K? Warum soll ich das überhaupt nutzen? Ich habe viele begleitet, die mit ihrer Kamera unterwegs waren, die Stillleben gemacht haben, die ihre Ideen auf den Weg gebracht haben, die sogar Kalender gemacht haben. Also ich habe viele betreut. Aber mir ist aufgefallen, durch die Corona-Connection ist da was nicht richtig oder es läuft nicht richtig. Ja? So, der 20.11.2020 und jetzt der 21.11.2021 sind also mittlerweile 2 Jahre. In diesen 2 Jahren, weil dieses Video soll gültig sein für das Jahr 2022, deswegen nehme ich diese 12 Monate 2021, um im Jahr 2022 dieses Video mal so zu gestalten, dass ihr darüber nachdenkt. Was habe ich denn da jetzt gerade gehört? Corona könnte eine Connection sein. Datenautobahn, richtig. Wir leben in einer Datenautobahn und wir müssen tanken. Wir müssen Daten tanken. So, nicht jeder kann das, also gehe ich zur Tankstelle und tanke meine Daten. So, und ich verarbeite die auch, während ich ja die Daten nutze. Aber der Missbrauch, der tägliche Missbrauch von Daten ist und bleibt primär. Und die Analogie wird immer mehr sekundär.
Das ist halt so. Ob ihr eine Crew habt, vor der Kamera, hinter der Kamera, ob ihr das alleine macht, weil ihr es könnt, oder weil ihr jung seid. Aber eines dürft ihr nicht. Ihr dürft keine 60, 70, 80 Jahre alte Lebenserfahrung und bei diesen Personen zwischen 40, 50, 60 Jahren Berufserfahrung in Frage stellen. Weder bei den Ärzten, Richtern, Anwälten, Journalisten, wie sie alle heißen, also bei dem Klientel Aufklärung. Ja? Aufklärer sind ja die, die Daten sammeln. Und diese Daten dann jemanden geben, der in der Aufklärung erkennt, was mit den Daten dort passiert. Sonst, das sind Aufklärer. Aufklärer sind Leute, die halt Daten sammeln. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg waren Aufklärer, die auch die Tatsache Verbände. Ja? Und die, da müssen wir die ausschalten, da müssen wir ausschalten. So, es kann ja nicht sein, dass Aufklärer, die aufklären, die also Daten sammeln, plötzlich die Bösen sein sollen. Geht mal in euch und dann fangt mal an zu denken, dessen, was ich gesagt habe. Ich bin nicht wichtig, meine lieben Freunde. Aber die Idee der Datentankstelle, die ist wichtig. Ihr seid total und recht herzlich willkommen bei meiner Medien-Datentankstelle.